Moin Leute, zum Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Unepic. Ja, im letzten Part haben wir den Boss der Katakomben besiegt. Sux Mortis, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall haben wir den Schlüssel zu Laboratorien bekommen und da wollen wir jetzt auch hin. Und das sah so aus, als könnte man da oben links noch lang, aber das ist, glaube ich, ein... What the fuck? I don't like what I see. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich hau drauf. Und ich glaube, ich werde hier eher andere Gegner brauchen. Dann machen wir mal Licht an. Sieht mir nach irgendwelchen Golems oder ähnlichem aus. Okay, hier haben wir wieder einen Aufzug. Und haben noch drauf geschafft. Ist noch drauf geschafft. Okay. Wo zur Hölle sind wir hier? Fahren erst. Ah, wir sind schon ganz oben. Das Gefühl sagt mir, dass diese... Oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Okay, ich gehe nochmal runter. Ich glaube, ich brauche an der Stelle eher meinen Drachen. Weil mein Geist hat ja eben schon nicht geschossen. Das haben wir ja schon gesehen. Und ich wechsle mal auf meinen Bogen. Der frisst ja kaum Schaden. Diese komischen Golems. Okay, ich will nicht... Oh, das ist, was ist das für ein Vieh? Liegt auf jeden Fall alles sehr mechanisch hier. Und das Vieh da hinten würde ich gerne erledigen. Und ich denke mal, da werde ich mit brachialer Gewalt, also mit Äxten oder Hämmern am ehesten gegen ankommen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Ding mir Schaden machen wird, dieses Elektroschock-Ding da oben. Aber auf jeden Fall geht es auf die Nerven. So viel steht schon mal fest. What the fuck seid ihr? Ich glaube, ich lasse mal meinen Drachen ein wenig feuern. Mein Pfeil macht ja gar keinen Schaden. Tumu does not like. Wechseln wir auf die Axt. Wie gesagt, ich glaube, das wird am ehesten was bringen. Ja, das macht gut Schaden. Okay, der Raum ist gut ausgeleuchtet. Raum ist beendet. Ah, Secret, sehr schön. Haben wir gerade einen Bogen mit dem Namen gefunden? Das gefällt mir. Moment. Wo ist der? Wo habe ich den gerade gesehen? Wir haben gerade... Da. Meltroth. Ein Bogen der Stufe 12. 136 Schaden und ein braucht magische Pfeile. Einzigartiges Item. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, erhöhte Crit-Chance. Pfeile, die... Oh. Oh. Oh, okay, wir brauchen magische Pfeile. So viel steht fest. Davon haben wir aber, glaube ich, noch keinen einzigen, oder? Dann haben wir auf jeden Fall jetzt einen zweiten Bogen. Weil den werden wir hier brauchen, das Säure-Dingens. Da bin ich mir relativ sicher. Und hier werden wir eigentlich drauf schießen müssen, einfach die ganze Zeit, glaube ich. Ich werde wahrscheinlich einfach mit Feuerbällen drauf feuern. Weil anders kommen wir da gerade momentan, glaube ich, nicht weiter. Wenn es geht, entweder höher oder links da oben. Der Raum hier ist fertig. Nutzen wir einfach Feuerbälle. Die machen noch halbwegs Schaden, wenigstens. Ah, der ist weg. Der oben ist weg. Gut, das heißt, wir können jetzt da oben lang. Gleich. Ich will mich jetzt übrigens gerade nicht zurückporten zu einem Shop, wegen den magischen Pfeilen, weil ich entweder, ich will zumindest einen Schnellreisepunkt finden, also ein Tor finden, oder halt, den anderen Shop. Das Gefühl, ich weiß nicht, es quält mich, dass die Dinger hier rumstehen. Ich habe das Gefühl, die werden respawned oder so. Aber okay, hier ist ein Schnellreisetor. Dann nehme ich kurz die Sachen mit, Langbogenpfeile. Und dann geht es jetzt gleich schnell erstmal in die Tiefe. Hier haben wir aufgedeckt. Okay. Dann gehen wir schnell speichern. Nutze Sicherheit. Ups, das wollte ich... Ja, wir können das auch einfach porten eigentlich. Dann machen wir das so. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob Zoran magische Pfeile hat. Aber wir porten uns bald hin und gucken mal nach. Hello. Ah ja, Bogenprojektil. Sehr gut, er hat magische Pfeile. Kaufe ich einfach mal 150. Die sollten definitiv erstmal reichen. Und wir können wieder ein bisschen Zeug verkaufen. Ich sollte mal gucken, was ich davon verkaufen kann. Die Axt hier ist ein
Ja, die Sachen hier können alle weg in der Reihe. Alle. Gut, dann machen wir das auch. Nein, verkaufen. Nein, das war falsch. Das wäre fast ins Auge gegangen. Das wollte ich loswerden und noch ein paar überflüssige Zutaten wollte ich irgendwann mal noch loswerden. Oder habe ich. Ach, das habe ich schon gemacht. Okay. Dann nehme ich hier die Magiepfeile. Dann stacken wir das Ganze jetzt einfach ein bisschen um und sortieren das Inventar ein bisschen praktisch. Dann machen wir Nahkampf, Fernkampf, Munition und da ist die Rüstung. Und du müsstest eigentlich nach da drüben. Ich muss mal wieder sortieren hier. Ah, und du kannst weg. Du gehörst zu den anderen nutzlosen Items hier unten. Nun gut, da müssen wir mal wieder eine Sortiersession machen eigentlich. Okay, damit haben wir magische Pfeile. Dann packe ich mir das Ding gleich auch auf einen Shortcut. Das Ding hier. Aber auf welchen? Ich glaube, dann packe ich es für den Moment sogar mal dahin, weil ich glaube, den werden wir jetzt gerade eher brauchen als den anderen. Und deshalb geht es jetzt da ganz, ganz hoch. Und wir sind wieder hier. Machen wir es einfach mal so. Okay, hier kommen wir nicht weiter, aber ich sehe hier jetzt schon so ein bisschen was. Und da sehe ich den Shop vor allem. Ich habe gerade den Shop gesehen. Da will ich natürlich auch noch hin später. Aber gut, dann. Hey, Zira. I'm sorry for laughing at you before, okay? It must be very hard to discover something like that. Are you serious or are you joking? No, seriously, man. That was harsh. What will you do? I will accept that in my previous life, I was a vulgar and primitive lump of flesh. What? You're mad about what you were before? Not the fact that you were lied to? Of course. If once I was a wretched mortal creature, it is evident that they would hide it from me in order to avoid clouding my thoughts. But they lied to you. They changed you. Before, you were another person, and they took that away. You are wrong. What they did was make me into a superior being, freeing me from the impure thoughts of a stupid corporeal creature. Oh, come on! Now you're a slave, a servant that spends the whole day waiting for someone to enter the castle and possess him. Well, I don't see any improvement here. You could never understand anyway. You're a simple mortal. Klingt so, als würde er versuchen, sich das Ganze praktisch noch schön zu reden, beziehungsweise sie haben es ja nur gut gemeint, so nach dem Motto. Okay, und ich glaube, ich werde einfach mal auf Codex switchen. Denn Codex kann wenigstens dann. Und was ist hier? Ah! Hier sind wir also. Oh. Ah, nee, sind wir nicht. Ich dachte gerade, wir wären auf der anderen Seite. Ich habe mich gerade gewundert. Nee, dann gehen wir mal da lang. Weil es interessiert mich gerade. Doch, dann kommen wir da wahrscheinlich auch nicht hin jetzt gerade. Aber den Blick ist es dennoch mal wert. Allein schon, um das Tor da aufzudecken. Ah, okay. Wir gehen mal kurz raus. Dann kommen wir. Wisst ihr was? Wir kommen später nochmal her. Weil dann bleibe ich, halte ich jetzt gerade Codex raus, weil ich will jetzt nicht nur für den einen Mal da meinen Lichtgeist rausholen. Das hebe ich mir dann auf. Und wir gehen erstmal weiter. Puh. Die schießen mit Eis auf uns. Da hätte ich eigentlich lieber gerne den normalen Bogen für. Okay, die scheinen nicht allzu viel Schaden zu machen. Oh doch, okay, das muss nur ein bisschen aufladen. Ich verstehe schon. Okay, damit wäre der Bereich clear. Oh, da sind komische Spinnenviecher. Wir warten einfach mal kurz und hoffen, dass das Ding abzieht. Au! Die Elektroschocks tun echt weh. Die tun richtig weh. Ah, okay, aber da ist damit ein Korrosionsschaden ausgelöst damit. Gut, gehen wir natürlich weiter an der Stelle. Ich habe das Gefühl, hier ist wieder was. Nein, ist es nicht. Okay.
Gut, wir müssen halt darauf achten, welche Gegner wir womit angreifen. Der Raum ist auf jeden Fall clear und ausgeleuchtet. Hier gibt es hier eine Lampe. Ah, das ist ein Spinnenviecher. Die Viecher sind mies. Solange man hier kein Licht hat, findet man nämlich nicht vernünftig rum. Dann warte ich jetzt, bis das Spinnenvieh abgezogen ist. Und dann schaue ich mal hier oben rein. No, mein Codex! Nöss! Der trifft mich hier, was? Das fand ich jetzt nicht nett. Leute, ich will mal kurz zurück und mich heilen. Der hat meinen Codex umgebracht, der Penner. Also die Elektroschocker, das sind Vorsicht. Da darf man einfach nicht lange in der Range bleiben. Ich hau mal wieder den... Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte es so machen eigentlich. Dann hole ich jetzt nämlich meinen Geist raus und gehe doch mal da links ran gleich. Gut, also... Was ist denn über die Laboratorien? Wir haben Leute, die uns mit Elektroschocks beschießen und die meisten Gegner in dem Bereich sind auf die eine oder andere Art elektrisch. Sind Maschinen. Und werden am besten mit den Pfeilen hier beschossen, mit dem Bogen hier werden die beschossen am besten. Ich gehe gerade mal auf die Axt, weil wir wollen ja immerhin gleich das Skelett da unten wegräumen, an das wir uns ja vielleicht noch erinnern, von gerade eben. Schieß! Danke. Erstmal durchs Tor. Und das ist das hier, dachte ich mir schon fast. Wo sind wir hier? Da ist jemand, mit dem wir Dialoge führen können. Und hier sind irgendwelche Ketten. Sieht aus wie ein Gefängnis. Hello? Wer bist du? Trying to escape? Not shout! Jailers, listen! You also escape? Not really. Listen, with this ball chained to your ankle, you won't get far. Yes, I know. I need help. Consider it done. I'll cut off your foot and take the ball off. Where is my axe? No, no! No cutting foot! I bleed off and die! You're exaggerating. Don't worry, I'll cut it in a single hack and then pour alcohol on the stump to disinfect it. Wait! There is other way! Beyond door in pit, there is key that opens chain! That one just past all those spikes? It's too far. I can't make the jump. Door here goes to passage that leads just over door in pit. If you get key, I give magic. Okay, I didn't understand half of that, but I guess I have to go into this door to reach the other side. I'll come back soon with the key. Have my magic ready. The option of cutting off the foot pleased me much more. I haven't seen this side of you. Zira, I was pulling his leg. Also ich fand die Idee auch gut. Ein Skelett. Okay, wir schauen uns einfach mal ein bisschen hier um in dem Bereich. Es sieht aus, als wären wir in einer Art Gefängnis gerade. Und ich habe keine wirkliche Ahnung, wo das hinführt. Das dachte ich mir, dass hier was ist. Oh. Oh. Weiß nicht, ich denke mal, durch das Feuer können wir durchlaufen, weil es so ein Kochfeuer ist, oder? Ja. Das ist gut zu wissen, dass man hier Tränke brauen kann. Werden wir zwar sowieso nicht tun, aber egal. Hässliche, komische Schleimviecher. Ich mag euch nicht. Ich weiß nicht, was ihr seid, aber ich mag euch nicht. Die Tropfen... Ja, gelbe Essenzen sind das. Und der Geist kann uns da bei denen auch leider nicht helfen, das ist das Problem. Da. Okay, der Bereich hat jetzt keine spezielle Musik, leider. Zu episch, aber okay, da oben kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Da brauchen wir einen Schlüssel und kommen dann von der anderen Seite durch. Nehme ich an, oder? Ist da oben noch irgendwas? Nur Licht, okay. Wir haben immer den Raum ausgeleuchtet, so weit, so gut. Dann geht's wieder nach oben und schauen wir mal weiter, weil hier ist nichts mehr. Hier ist nur die Braustation, wenn man so will. Okay, dann schauen wir mal. Wie machen wir das hier? Hier rein sollen wir.
Das wird wieder so ein Todessprung, wenn ich das richtig verstehe. Haben sie da so viele Türen? Ich verstehe. Man fällt einfach runter. Fuck you, Game. Fuck you. Ah, oh, scheiße. Ah. Da hat mich das Game verarscht. Gut, ja. Was es mit der Magie auf sich hat, seht ihr wahrscheinlich dann im nächsten Part. Ciao.